Dadurch, dass ich in den Bergen aufgewachsen bin, ist es für mich einfach ganz wichtig, viel in der Natur zu sein, weg vom Alltag. Es ist Ruhe und man kann wirklich wieder voll auftanken. Der Reiz am Downhill ist, dass man mit hoher Geschwindigkeit alle Arten von Hindernissen überfahren kann. Das Adrenalin steigt einfach, wenn ich eine Strecke extrem schnell mit schwierigem Gelände fahre. Das Gefühl zu beschreiben ist relativ schwierig, aber ich denke oder ich weiß, dass jeder, der das einfach macht, der weiß genau, von was ich spreche. Mein großes Glück ist, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und ich arbeite schon seit über 15 Jahren in der Bikebranche und kann halt einfach seitdem Hobby und Arbeit verbinden und das ist mit das Schönste für mich. Dadurch, dass ich natürlich jeden Tag unterwegs bin, ist mein Auto wie ein zweites Zuhause. Mein Reisegebiet ist Südbayern. Ich bin zwischen 4 und 5 Tage unterwegs. Das ist von Salzburg bis nach Lindau und alles unterhalb von Ingolstadt. Meine Haupttätigkeiten sind, Shops zu beraten, welche neuen Räder sie kaufen, sie zu unterstützen bei Reklamationen, Neubestellungen. Wenn die Händler wissen, dass man selber auch Fahrrad fährt, kommt man viel authentischer rüber und das macht es viel, viel einfacher. Für mich persönlich ist es so, dass ich nach einem wahnsinnig stressigen Arbeitstag mich aufs Fahrrad setzen kann und ich innerhalb von 2 Minuten alles vergessen kann und einfach die beste Zeit habe. Natürlich ist es ein ziemlich starker Adrenalinkick. Das ist vergleichbar mit keinem anderen Sport. Das ist mit eins der schönsten Gefühle, die es gibt.